Ach ja, wenn es draußen schon so heiß ist, dann kann man das sich doch wenigstens mal versuchen, im Simulator eine gewisse Form von Runterkühlung zu verschaffen. Ich begrüße euch, hier ist Trains and Play. Wir sitzen in der Baureihe 155 auf der Strecke Ruhrsieg Nord und fahren einen gemischten Güterzug im Schnee. Im Schneegestöber frühmorgens durch die Gegend. Und ja, ich würde sagen, der richtige Panto ist schon oben, der vordere. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so sinnfrei in diesem Fall. Eigentlich wäre es sogar sinnvoll, den zweiten Panto zu heben, damit der erste die Oberleitung ein bisschen freikratzen kann und der zweite dann gescheit an den Strom kommt. Aber ich würde sagen, wir können es auch so lassen, wie es jetzt so ist. Ja, 155. Unser Zug fährt heute ein wunderschönes Gerät. Und dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal ein bisschen Licht an, damit wir hier was sehen. Schalten uns die Instrumentenbeleuchtung an mit der Taste I. Können wir mal das schwache Licht nehmen? Das finde ich zu blendend. Wo ging das denn noch gleich? Hier. Nee. Was war das? Heizung. Na, Kabinenlicht. Instrumentenbeleuchtung an. Man konnte doch irgendwo die Lichtintensität umstellen. Na gut, okay, dann nehmen wir halt die höhere Lichtintensität. Das stellen wir mal auf dunkel. Unser GSMR stellen wir ebenfalls auf den Dunkelmodus. Dann machen wir uns hier noch die Instrumentenbeleuchtung an. Die LED-Leuchten funktionieren alle hervorragend. Dann können wir uns einmal den Fahrerbremsschlüssel umdrehen bzw. aufdrehen, ziehen mal die Bremsen an, beziehungsweise wir lösen die Zugbremse, weil wir gerade eh im Stand sind und ziehen dafür die direkte Bremse an. Da sehen wir es. Bremszylinder füllt sich. Ah, noch ein kleines bisschen mehr. Ich denke mal, das reicht, um nicht wegzurollen. Wir schalten den Scheibenwischer an mit der Taste V. Hervorragend, Scheibenwischer läuft. Und dann würde ich sagen, hier noch die Beleuchtung an, Instrumentenbeleuchtung, Kontrolllichter einmal bitte an, Bremskraftwahlschalter ein bisschen runter, Zugkraftwahlschalter ebenfalls runter bei solchen Bedingungen. Aber wir können gar nicht auf unter 50% gehen. Na, dann gehen wir mal auf ungefähr 60%. Das ist okay, denke ich mal, zu Beginn. So, dann stehen wir einmal ganz kurz auf und gehen mal hier. Danke für das Licht. Danke für nichts. Ach so, ach Moment. Ja, kein Wunder. Das ist ja auch die falsche Seite. Ich habe mich schon gefragt, warum einfach nichts erleuchtet wird. So. Zack. Schon besser. Einmal hier zu unserem Schrank. Die SIFA lassen wir aus. Auf die habe ich heute ehrlicherweise nicht so viel Lust. Die PZB machen wir noch an. Alles andere scheint soweit zu funktionieren. Batterieisolation ist an. Hilfskompressor automatisch. Sehr schön. SIFA, wie gesagt, bleibt heute aus. Stromabnehmer. Ja, lassen wir den vorderen oben. Und PZB-Modus M ist, denke ich, auch in Ordnung. Zurück in den Führerstand. Einmal das Licht aus. Wir wollen ja Strom sparen. Das sind harte Zeiten. Sitzhöhe ein bisschen verstellen. In den Setz. Handbremse ist gelöst. Sehr schön. Und Fahrtrichtungswende nach vorne. Sehr gut. Dann können wir den Kühlungslüfter einstellen. Den Kompressor auf. Nicht auf Notfall, auf automatisch. Die Zugheizung. Ja, lassen wir aus. Trafo ist an. Stromabnehmer, Trennschalter. Das ist der Hauptschalter. Der ist schon. Ist schon geschlossen. Stromabnehmer ist oben. Hier ist die PZB. PZB ist auch an. Wir sehen es, mittlere Zugfahrt. Und dann können wir eigentlich das Licht ausschalten. Uns hier gemütlich machen. Wir sehen hier. Ja. Wir dürfen fahren. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles soweit. Und lösen die Lokbremse und legen mal die erste Fahrstufe rein. Wir haben keine
keine Spitzensignale, glaube ich, an. Jetzt aber. Okay. Das war nicht das, was ich wollte. Weiß und weiß. Schon besser. Sehr schön. Unser Zugverband 155 bahnt sich hier langsam den Weg durch die Gleise. Ich liebe es total, mit diesen weiten Brennweiten zu filmen. Es gibt dem Ganzen ein ganz anderes Gefühl. Ja, ich dachte mir, wir können mal wieder eigentlich Güterzug fahren. Haben wir schon lange nämlich nicht mehr gemacht. Das ist, glaube ich, schon über einen Monat her, als wir das letzte Mal einen Güterzug gefahren sind. Zumindest im TSW. Im Train Simulator ist das mal vorgekommen, aber das ist ja ein komplett anderer Simulator. Wir starten hier übrigens in Letmate. Das ist da bei Kilometer 21. Ich sehe gerade keine Hektometertafeln. Nee. Und fahren in Richtung Finntrop, also hier im Grunde genommen runter. Von daher passt sogar ausnahmsweise mal der Fahrplan mehr oder weniger. So, nach und nach ein bisschen Leistung aufschalten. Es ist herrlich, wie weit man hier rauszoomen kann. Ne? Man hat den kompletten Fahrtisch schon vor sich. Aber das finde ich ein bisschen unschön. So. Also ich finde es so eigentlich ganz gut. So, was haben wir hier? 143, der RBH. Lok Nummer 112. Und wir dürfen tatsächlich 100 fahren. Ich glaube, VMAX ist heute für uns 120. Eieie, was ist denn hier los? So, dann mal ein bisschen die Fahrstufen hoch. Immer schön schauen, dass der Oberstrom nicht zu sehr ausgereizt wird. Aber das scheint eigentlich ganz gut zu klappen gerade. Wir können eigentlich, was das angeht, dann ein wenig mehr den Zugkraftwahlschalter hochstellen. Ja, noch ein bisschen sogar. Und den Bremskraftwahlschalter auch noch ein bisschen. Och, warum sind wir denn jetzt in Fahrstufe 0? Ich jetzt gerade nicht verstanden, warum wir abgeschaltet haben. Ich habe ja eigentlich nur die Fahrstufen aufgeschaltet. Wo
ist denn jetzt hier? Ach, da. Da ist der Anzeiger. So, Fahrstufe. Okay, wir gehen nicht höher als Fahrstufe. Kann das sein? Geht er denn höher, wenn ich jetzt den Zugkraftwahlschalter hochstelle? Ja. Als nächstes kommt dann Altena bei Kilometer 30. Wir können auch hier natürlich, wie immer, so ein bisschen die Umgebungsvariablen umstellen. Wir können auch ein bisschen den Niederschlag zum Beispiel erhöhen. Zack, haben wir noch ein bisschen mehr Schnee. Oh, ein bisschen Leistung mal aufschalten. Jetzt werden wir noch viel zu langsam. Ups. Ich hätte gerne, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr Schnee. Ja, so von der Bewölkung. Ja, so. War mir ein bisschen zu hell. Einmal durch den Tunnel. Also so fühlt es sich schon an wie in einem Spaceship, oder? Ein bisschen. Was ich übrigens mal bei der nächsten Folge machen werde, bei der nächsten Fahrt. Ich weiß doch gar nicht, welcher das sein wird, das habe ich mir jetzt noch nicht rausgesucht. Aber was ich bei der nächsten Fahrt machen werde, und ich hoffe, ich denke dran, ich werde ein bisschen was an meinen Grafikeinstellungen verändern. Also nicht nur bei diesen Standard-TSW-Grafikeinstellungen, die man halt eben so umstellen kann, sondern tatsächlich so bei der Engine kann man ja einige Eingriffe setzen und dann sieht die ganze Spieloptik ein bisschen anders aus. Ich habe das schon mal so ein bisschen ausgetestet. Es gefällt mir ganz gut. Ich finde es dann immer nur so ein kleines bisschen dunkel alles, aber seht selbst. Und dann würde es mich sehr interessieren, beim nächsten Video, nicht bei diesem jetzt hier, würde es mich dann sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ob euch das so besser gefällt, so wie es jetzt zum Beispiel ist, mit dieser ganz normalen TSW-Grafikeinstellung. Also da geht es dann jetzt so hauptsächlich um solche Sachen wie die Farbe und so. Oder ob ihr da sagt, ja, die Grafikeinstellungen, die veränderten Grafikeinstellungen sehen viel besser aus. Das kann ja gut sein. Dann können wir dabei gerne bleiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Das ist jetzt aber jetzt auch gar nicht so relevant, sondern erst für das darauf folgende Video. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, welchen Zug, welche Strecke, welches Szenario. Habe ich mir jetzt noch nicht rausgesucht, aber es gibt ja da einiges an Auswahl. Das, was wir jetzt fahren, ist ein ganz normaler Fahrplan. Kommt bei mir hier tatsächlich etwas seltener vor. Aber ehrlicherweise, ich hatte einfach Lust auf Güterverkehr. Ich hatte total Lust auf Rosig Nord und ich hatte total Lust auf Baureihe 155. Also
fahren wir jetzt einen Güterzug mit der Baureihe 155 auf Rosig Nord. Ergibt Sinn. Ich finde gerade so eine Atmosphäre, so im Dunkeln, mit dem Schnee, in einer schönen Altbaulok mit so richtig schönen Farben, mit diesen ganzen Lämpchen hier drin. Das finde ich von der Stimmung her ehrlicherweise am entspanntesten. Und ich finde, so eine Atmosphäre kann der TSW auch extrem gut rüberbringen. Man muss halt nur so ein bisschen gucken, welche Uhrzeit man sich dann so raussucht als Fahrt, welche Lok man sich da dann raussucht, wie man das Wetter einstellt, die Bewölkung und so weiter und so fort. Man muss da so ein bisschen rumspielen, bis man da die idealen Einstellungen gefunden hat. Und dann finde ich, hat man hier so ein Bild und das ist an sich, finde ich, vergleichsweise eigentlich ganz angenehm. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also finde ich zumindest. Aber es kann natürlich jeder ein bisschen anders empfinden. Das ist Geschmackssache. So, die 70 sind erreicht. Und ab hier sind es tatsächlich 80, die wir fahren dürfen. Hier durch Altena durch. Da vorne die Burg Altena. Am Horizont. Haben wir uns auch schon mal genauer angeguckt. Ist ganz hübsch. Hier links, ich weiß, ich habe vergessen, wie der Fluss heißt, der hier links durch die Stadt einmal durchfließt. Ich glaube, das ist die Lenne, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. So, dann können wir jetzt ein bisschen wieder Leistung aufschalten, weil wir auf die 80 hochfahren können. Noch ein bisschen mehr Leistung. Noch ein bisschen. Jawohl, jetzt klettern wir wieder hoch mit der Geschwindigkeit. So muss das. Und dann sagt uns der Fahrplan, dass wir bei Kilometer, dass wir gleich erstmal eine Ankündigung haben, dass wir dann gleich 90 fahren dürfen. Ja. Das ist schon mal was. Danach kommt eine 70er Einschränkung und dann sind wir schon in Verdul. Und zwar bei Kilometer 39,4. Oh, da ist ein Kollege oder eine Kollegin in der 143. Sehr schön. Oh, wir sind so schnell. Einmal runter mit der Leistung. Was ich noch sehr schön fände. Was ich noch sehr schön fände, das wäre, wenn in den Tunneln der Sound sich entsprechend ändern würde. Und es gibt Tunnel im TSW, bei denen das der Fall ist, wo sich da tatsächlich auch was ändert. Unter anderem, glaube ich, auf der Main-Spessart-Bahn. Aber es ist halt irgendwie recht unsystematisch verbaut. Bei einigen neueren Strecken ist das, glaube ich, auch mal zu hören in einem Tunnel. Bei anderen neueren Strecken aber auch nicht. Also dieser, wie heißt das Ding, VFX-Sound. Also dass man dann zum Beispiel jetzt einen Hall hören würde im Tunnel. So, ne? Also das kann der TSW. Das merkt man auch zum Beispiel, wenn man in Köln Hauptbahnhof ist, ne? Da hallt es auch extremst. Was ja auch durchaus realistisch ist in Köln Hauptbahnhof, wer da schon mal ist, das Treiben dort, da hört man ordentlich immer den Hall raus, gerade von den Durchsagen dort. So, einmal runter mit der Leistung. Irgendjemand meinte mal, dass das Zoom gar nicht so viel FPS fressen würde. Aber
Aber ich glaube schon, dass das FPS frisst. Also wir sind jetzt so bei so 80, bei 30 und wenn ich jetzt weiter ranzoome, sind wir plötzlich nur noch bei 20. Ja, also ich glaube, das geht schon ordentlich auf Kosten der FPS und auch das weiter rauszoomen, das nicht. Da haben wir sogar noch mehr FPS. Aber je mehr ich reinzoome, desto weniger FPS habe ich. Was wir natürlich machen könnten, das wäre mal ganz interessant, weil das auch in den Kommentaren stand. Ich drücke mal ganz kurz auf Pause. Wenn man in den Einstellungen geht, in die Grafikeinstellungen, und da die Qualität der Texturen runter, vergleichsweise runtersetzt, dann wird man im TSW nahezu keinen Unterschied merken. Aber trotzdem mehr FPS haben. Das Kohlekraftwerk, da sind wir auch schon mal reingefahren mit einer 185. Ja, also man sieht, wir haben jetzt ja, 50 FPS. Jetzt hier im Tunnel. Gut, im Tunnel muss halt nicht so viel berechnet werden. Mal schauen, wie es gleich außerhalb des Tunnels ist. Ja, doch ein paar FPS mehr, definitiv. Ah, den Tipp, den behalte ich. Ja? Kann man so machen. Ich sehe da jetzt auch ehrlicherweise keinen Unterschied, gerade bei den Texturen hier in der Nähe. Also ich glaube, es geht da hauptsächlich um die Texturen in der Ferne. Ja. So, wir dürfen 90 machen. Irgendwie ist der Ton, der Sound von Rädchen von Drehregler hier weg. Ne? Da hört man nichts mehr. Vielleicht kommt er wieder, wenn man einmal rausgeht aus der Lok. Wenn man weit wegfliegt. Ah, jetzt sehen wir gar nichts mehr im Schneesturm. Und jetzt wieder zurück zur Lok. Nee. Nee, schade. Weiß auch nicht, wo der Sound jetzt hin ist. Die Bestrafung für die Außenkamera. Ja, ist natürlich klar, dass man auf dem Bahnübergang zum Stehen kommt, ne? Das freut die Autofahrer. Tja, sollen sie lieber Zug fahren? Sollen die Züge weniger Zwangsmessung haben? Ja. Guter Punkt. Dann. Moin. Baureihe 112 der WFL. Ist, glaube ich, aus dem Rails im Forum das Repaint, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, es bewegt sich. Nee. Ja, doch, wir bewegen uns.
So, was haben wir denn eigentlich verpasst? Ach so, die Ankündigung auf 70. Naja. Dann ist das halt so. Okay. Komisch, die Textur hier. Weiß nicht, warum die so beleuchtet ist. So, da haben wir auch ein bisschen was an Verkehr. Der RE6 nach Hagen. Der musste jetzt, glaube ich, auf uns ein bisschen warten. So, ab hier sind es dann 110, habe ich das richtig gesehen? Ja, 110. Ein bisschen Leistung drauf, kann man die Fahrstufen voll ausnutzen. So, mehr Leistung wird jetzt nicht wirklich aufgeschaltet. Auch wenn wir hier in Fahrstufe 30 sind, aufgeschaltet wird nur jetzt bis 25. Ich denke mal, das hat vielleicht mit der Oberstrombegrenzung zu tun. Wir sind ja auch jetzt schon recht weit oben, was den Oberstrom angeht, ne? Und der jetzt schon bei, ja, 450 Ampere gerade eben gewesen. Oh, 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 wir sind zu schnell. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, schnell Leistung runter. Und bremsen.
bisschen zu schnell ist okay, aber ich glaube 10 km/h ist etwas zu viel des Guten. Etwas zu optimistisch. Beim Bahnübergang so, jetzt rechtzeitig wieder abschalten, bevor wir wieder zu schnell werden. So, Fahrstufe 0, ja, ich würde sagen, wir lassen mal Fahrstufe 1 oder 2 drin, dann, oder 3, dann halten wir mehr oder weniger die Geschwindigkeit. Oder auch nicht. 4, ne, 5, 6, 7. Na, noch ein bisschen mehr. Ihr werdet es übrigens vielleicht schon gehört haben mit TSV 3. Es gab da so die ein oder anderen Leaks und so. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen, weil ich da erstens gar nichts von weiß. Also ich habe da keinerlei Insights darüber, was genau TSV 3 ist. Es ist wohl offensichtlich eine Sache, die es geben wird. So viel ist, glaube ich, mittlerweile klar. Aber was genau TSV 3 ist, keine Ahnung. Wir warten auf eine offizielle Ankündigung. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es jetzt noch keine offizielle Ankündigung. Es kann sein, dass sich das im Zeitraum zwischen Aufnahme des Videos und Upload des Videos noch verändert haben könnte. Aber erstens glaube ich das nicht. Zweitens, gut, dann ist es so, aber dann werdet ihr es bereits schon wissen. Beziehungsweise ich mache ja zu sowas dann auch häufig gerne so kleine Mini-Informationsvideos. Oh. Hä? Ich habe bestätigt. Ich habe bestätigt. Außenkamera gegangen, weil ich mir das nicht anhören wollte. Aber verstehe ich nicht. Ich habe bestätigt, ihr habt ja sogar gehört, den Sound. Habe ich jetzt? Nee. Aber dann ist die PZB kaputt. Also, das kann ich mir dann nicht erklären. War entweder was am Signal, Banane, oder irgendwas ist an der Lok irgendwie bei irgendeinem Update mal schief gegangen. Aber ja. Ich habe es ja bestätigt. Und das war ja definitiv jetzt noch keine na, so. Das war ja auch definitiv jetzt noch nicht die Bremskurve, die mich da gekriegt hat. Das war ja jetzt innerhalb von 3 Sekunden oder so. Insofern. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in ...51 Minuten Verspätung. Meines Fahrskills. Ja, liebe Leute in Plettenberg, ich hoffe, euch ist nicht zu kalt. Ne? Hier können wir noch ein schönes Foto vielleicht machen. Was haben wir hier? 4 Minuten. Das liegt jetzt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass ich so ein bisschen was an den Uhrzeiten verändert habe während des Szenarios. Daher kommen, glaube ich, jetzt irgendwelche Unstimmigkeiten im Fahrplan zustande. Vermute ich jetzt einfach mal.
konzentrieren wir uns mal darauf, was wir hier so haben. Wir wollen ja nicht schon wieder abgeschossen werden. Hier bei Kilometer 48,8. Das bedeutet, ja, gleich sind wir auch dann in Plettenberg. Ab hier gelten die 80. Die werden uns hier im Fahrplan nicht angezeigt. Aber das ist ja nun ganz, 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 ganz einfache Form eines E-Cooler-Displays, ne? Das ist ja kein richtiges funktionales E-Cooler, sondern nur eine Mod. Das ist ja mehr oder weniger nur eine Textur, die hier eingeladen wurde. So, 80 dürfen fahren. Hier die Autos beobachten, sollten aber besser die Gleise beobachten. Güterzug. Und ab hier davon hat gefahren werden. Weil der Bahnübergang nochmal das Horn verwendet. Müssen wir natürlich nicht, aber. Wir können das. Ob man es in der Realität machen würde, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber. Es ist ja nur der Simulator. Insofern ist es ja auch vollkommen okay. So, 80 sind erreicht. Das ist die Ankündigung auf 70. Bestätigt. Da, schon wieder. Das kann doch nicht sein. Also, ich wundere mich halt wirklich, wo das herkommt. Denn normalerweise ist die 155 eine recht zuverlässige Lok gewesen im TSW. Also, weiß ich wirklich nicht, was das jetzt soll, ehrlicherweise. Aber ihr habt es ja gesehen, ich habe es bestätigt. Ich habe es bestätigt, es liegt wirklich nicht an mir. Wir fahren jetzt ohne PZB. Es ergibt keinen Sinn, mit einer gestörten PZB weiterzufahren. Ja, ich weiß, VMAX 50 mit gestörter PZB
Aber ihr wisst schon. Na. So, Bremsen haben sich jetzt gelöst. Jetzt können wir Leistung aufschalten. Erstmal nur langsam Leistung aufschalten, damit sich die Puffer hier strecken. Dann sollte sich mal der Zug langsam in Bewegung setzen. Das tut er auch die letzten Wagen schon. Ja. Wagen übrigens vom Typ SHIMMNS. Die fahren jetzt natürlich schneller als 50. Trotz gestörter PZB. Nur noch Zugsammelschiene ausleuchtet uns hier an. Aber das ist okay. Alles andere funktioniert ja. Eigentlich müsste auch die Sieferlampe aufleuchten, oder nicht? Wo ist die Sieferlampe? Welche ist das? Gibt's gar nicht hier, ne? Wo ist denn sonst die Siefer? Man sollte meinen, ich fahre schon seit einiger Zeit diese Lok, aber naja. Es soll ja nun eine ganz entspannte Fahrt werden. Deshalb wollten wir uns nicht von der SIFA quälen lassen. Stattdessen hat uns die PZB gequält. Was soll's. Hier sind es dann 80, die wir fahren dürfen. Da können wir noch ein bisschen Leistung aufschalten. Mehr Leistung. Da vorne sehen wir schon die Sonne aufgehen. Und ab hier sind es 100. Noch ein bisschen Leistung. Dann können wir bei den letzten paar Kilometern nochmal ordentlich Gas geben, während wir jetzt langsam hier in den Sonnenaufgang hineinfahren. Beziehungsweise Sonnenaufgang war schon, jetzt geht halt nur noch die Sonne hinter den
hinter dem Gebirge hier auf und wir sind schon bei über 100 km/h angekommen. Also schnell runter mit der Leistung. So, auf 0 gesetzt. Vorsignal war grün. Und wir lassen ausrollen. Kilometer noch. Dann können wir anhalten. Beziehungsweise dann müssen wir anhalten. Das ist ja kein Können, das ist ein Müssen. Wir können uns ja das nicht einfach so aussuchen, wo wir anhalten wollen oder nicht. Also irgendwie machen wir das ja schon jetzt die ganze Zeit. Beziehungsweise die PZB sucht sich das für uns so aus, aber die Fahrdienstleiterin im Stellwerk von Fintrop ist sicherlich nicht begeistert davon. Und das ist nachvollziehbar. So, das ist ein blinkendes Signal mit Ankündigung auf 50. Das würde natürlich bestätigt werden. PZB wachsam. Aber die PZB ist aus. Sie hat uns sicherlich hier nochmal eine Zwangsbombung gegeben. Während hier die 143 mit 1, 2, 3, 4 Dostos haben uns vorbeifährt. So, 50 sind erreicht. Wir können wieder auslösen, bevor wir jetzt zu langsam werden. Und ein bisschen Leistung aufschalten. Ich bin übrigens kein echter Lokführer. Das möchte ich nochmal gesagt haben, weil das ab und an mal in den Kommentaren kommt. Offensichtlich scheint wohl einigen Menschen mein Fahrstil Grund zur Annahme zu geben. Ich sei echter Lokführer. Dabei ist erstens mein Fahrstil grausam. Zweitens bin ich kein echter Lokführer. Aber ich nehme es als Kompliment jedes Mal, wenn mich jemand genau das fragt. Aber dann glaube ich wiederum auch, dass jemand, der wirklich eine Ahnung davon hat, mich nicht fragen würde, ob ich echt ein Lokführer bin, weil die Person bereits schon vermutlich selbst gesehen hat, okay, der kann gar kein Triebfahrzeugführer sein, so wie der fährt und das, was der so erzählt. Was nachvollziehbar ist. Ist das das? Ja, doch, ja. In der Tat ist es nachvollziehbar. Nachvollziehbar ist allerdings noch nicht, dass wir tatsächlich ein haltzeigendes Signal vor uns haben. Das wurde uns bisher nicht angekündigt. Das wird es aber dort vorne, während wir mal einmal auf 0 schalten. Und zwar mit verkürztem Bremsweg. Lassen weiterhin einfach nur ausrollen. Auch das würden wir natürlich bestätigen mit PZB wachsam. Drücke ich jetzt einfach mal, wenn es keinen Unterschied macht, aber wir wollen ja es in irgendeiner Art und Weise versuchen, immer noch realistisch zu halten. Also dann müssen wir irgendwo da vorne anhalten. Oder wie lange haben wir noch? Ha, 400 Meter. So, ich weiß nicht, welche Signale für uns gelten. Das hier jedenfalls nicht. Aber das hier, das ist unseres. Ach schön, dieses Stellwerk von Fintrop. Da kann man ja rein, ne? Wollen wir das nochmal machen? Komm, wir machen das nochmal. Ich ziehe noch ein kleines bisschen vor. Ja, aber ist eigentlich auch okay.
einmal die Bremse anziehen. Kann auch direkt hier mal fortfahren und dann zum freien Spiel zurückkehren. Dann können wir hier. Achso, ich würde vielleicht hier noch die Bremse voll anlegen. Volle Leistung. Volle Leistung. Richtungswende auf neutral setzen. Da kommen wir. Achso, nicht erlaubt zu fahren, gut. Beleuchtung mit auf aus, die auf aus. Die können wir auf ausstellen. Das können wir ausmachen. So. Einmal den Hauptschalter aus. Und Stromabnehmer runter. Achso, und. Und oh Gott. Nein, jetzt hat die KI den Zug übernommen. Schnell weg. Ich wollte ins Stellwerk. Lass mich raus. Tschüss, KI. Gefährlich. Ein schönes Bild. Zugschusshaken sind da. So. Da kommen keine Züge. Dann einmal schnell hopp. Und einmal noch hochgewanderten Stellen weg. Es gibt ein Video, das haben wir uns zusammen angeguckt. Das verlinke ich hier zum Schluss des Videos. Keine Ahnung, was das war. Das verlinke ich zum Schluss des Videos auch noch, wo wir uns mal dieses Stellwerk auch nochmal angeguckt haben in Ruhe. Aber ich würde sagen, ja. Sieht schon cool aus. Können wir noch unseren Zug sehen? Na, doch, da sieht man noch so ein paar schemenhafte Umrisse unseres Zuges. So wie es auf zur anderen Seite aus. Ja, langweilig. Aber die Richtung hat ein bisschen was, bietet so ein bisschen so eine kleine Szenerie. Oder? Naja. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute. Alles Liebe.